Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert hier auf MuzumLP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gehen wieder zurück nach Kilton. Wir haben hier soweit eigentlich alles gemacht. Rauchstand ist gut, Kräuterladen klingt gut. Ja, okay. Den Rauchstand muss ich mir auf jeden Fall ansehen. Ich habe gerade gemerkt, in Angel City gibt es ja einen Friseur, deswegen habe ich meine Haare mal angepasst. Ungefähr die Länge habe ich mittlerweile auch langsam. Ich habe jetzt diese Woche dann meinen Friseurtermin und ich habe es mal schwarz gefärbt, damit das auch besser passt. So, wie sehen wir denn jetzt so aus? Kilian ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten geht's. So, hier rechts habe ich eben schon im Intro gesehen, wer hier alles so rumsteht. Es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, bleib doch noch ein bisschen... Ich gebe gern noch ein paar Autogramme. Ja, der Rose. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Weg sind sie. Ah. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia, aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, dann müssen Sie es mir nur sagen. Hm? Oh, wer warst du nochmal? Betis ist mein Name, Herr Präsident. Ah ja, Betis, das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gut gemacht. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihrer kostbaren Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. So ein Spacken. Oh, wenn das mal nicht David ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Delion wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade mal wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst sicher als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt. Streng dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galar-Region. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Orden errungen hast. Vielen Dank. Vermutlich ist es ein Restaurant, bei dem es Fisch zu essen gibt. Nehme ich jetzt mal so von der allgemeinen Optik, vom allgemeinen Thema der Stadt an. Klar. Warum nicht? Machen wir einen kleinen Tausch. Wampole habe ich, glaube ich, noch nicht. Also ist das gut für meinen Pokédex. Mina hat dir Zuckerwatti zugeschickt. Oh, wie süß. Das heißt Zuckerwatti. Ja gut, es sieht schon so aus. Sie schützen sich, indem sie Watte verstreuen. Manche werden vom Wind bis ans andere Ende der Welt getragen. Danke, ich dufte von dir. Ich werde mich gut um es kümmern. Oh, Magnet. Wäre was für... für Voldiberg. Verschiedene Sorten von duftendem Rauch. Ja, genau, bitte. Schrägrauch. Versteckte Attacken des Typen Psycho. Das hätte ich gerne einmal.
des Gegners. Typ Pflanze hätte ich auch gerne. Okay, die beiden machen Wasser, das macht Gestein. Mehr brauche ich aber eigentlich nicht. Irgendwas für Feuer wäre noch gut gewesen. Und für Wasser habe ich ja schon das Zauberwasser bekommen. Aber okay, Lia bekommt dann erstmal den Schrägrauch. Steckt Attacken vom Typ Psycho. Und Fubaila bekommt dann den Rosenrauch. Torheilmittel. Oh. Sieht an sich alle ganz gut, aber habe ich jetzt aktuell nicht so nötig. Ich schaue mich hier mal weiter um. Hier blockiert Team Yell, dass ich hier nicht weiterkomme. Die Galarmine 2 ist der perfekte Ort, um knallharte Pokémon zu finden. Vielleicht sind das Stahl-Pokémon noch. Hier haben wir noch was. Muschelglocke. Stellt einige KP des Trägers immer wieder her, wenn dieser dem Ziel Schaden zufügt. Haben wir noch eins, das kein Item trägt, das sowas gebrauchen könnte? Nee, eigentlich haben alle etwas Ordentliches. Ich muss mal ein bisschen mehr mit den Leuten reden. Manche geben einem ja Sachen. Ich weiß, irgendeiner ist hier. Die gibt mir den Fokusgurt, glaube ich. Aber dass das für alle Leute so cool ist, dass einfach irgendein Fremder in deren Häuser reinkommt. Dass niemand die Häuser abgeschlossen hat oder so. Wenn ein böser Mann vorbeikommt, beschützt uns unser Pokémon. Pass auf das Haus auf, solange unsere Eltern weg sind. Unser Pokémon hilft uns dabei. Flauschi. Ne, okay. Ach, hier vielleicht? Irgendein Mann. Ne, okay. Könnte auch woanders sein. Ist wie gesagt länger her. Durch Engine City bin ich ja am Anfang so durchgerusht, weil es war einfach zu viel. Die Stadt war zu groß für mich. Zu erkennen, ob ein Felino weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. Nicht so einfach, was? Felino. Woran soll man erkennen, welches davon weiblich und männlich ist? Also ich kann das halt gar nicht erkennen. Bei manchen Pokémon kann man das ja relativ einfach erkennen. Oh, warte. Ah, diese Dinger an die Seite. An der Seite, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Wie ich die nennen soll. Aber die linken beiden haben jeweils zwei, die davon abgehen. Und der hier hat nur einen, der davon abgeht. Seht ihr? Also nur drei Spitzen. Und hier sind dann fünf Spitzen bei den anderen beiden. Ah. Finde ich cool, dass sie so kleine Unterschiede bei manchen Pokémon eingebaut haben, dass man sie unterscheiden kann. Bei Pikachu sieht man sie am Schweif.
Ja, kaufen wir mal was. Achso, du hast auch noch so diese Standardsachen wie die anderen Haupthändler. Okay. Schauen wir es doch mal hier. Hier ist eine Statue der Pokémon, die der Erzählung nach den Leuchtturm beschützt haben. Ah. Oh! Hi! Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Woher wusstest du das? Na, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Delion höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Hier, du Nachwuchs, da, damit du auch über mich Bescheid weißt. Ligakarte von Kate. Ich werde mir die Ligakarten irgendwann mal später alle anschauen, wenn ich alle mal habe. Wollen wir dann zum Stadion? So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln, jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Irgendwas hinter dem Leuchtturm versteckt? Nein. Okay, Frau Beiler. Ich bin mal gespannt, was sie für eine Aufgabe für uns hat. Oh. Hey, ich bin's, Balduin. Sehe ich da eine Angel? Ein passionierter Angler wird diesen Ball zu schätzen wissen. Hier, nimm. Köderball. Ich kenne nur den Tauchball. Der Köderball sagt mir jetzt nichts. Ah, okay. Gut geeignete Pokémon zu fangen, die man mit der Angel einholt. Mann, der hat die sicken Dance-Moves drauf. Mit einem Köderball gehen dir Pokémon, die du geangelt hast, leichter ins Netz. Ein absolutes Muss für Liebhaber von Wasser-Pokémon. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Ja. Möchtest du dich hier an unserer Arena-Mission versuchen? Alles klar. Ja genau, wir ziehen uns jetzt erstmal die Uniform an. Da bin ich mal gespannt, was wir hier machen müssen. Also an die Sachen kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, was hier alles so diese Arena-Missionen waren. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokémon-Boxen zugreifen. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Ich habe ja Frau Beiler dabei. Ja, jetzt wo ich sehe, erinnere ich mich. Das war kacke. Das hat genervt. Bei der Arena-Mission des Kilton-Stadions musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Einfach durchgehen, das ist nur Wasser. Oder dran vorbeigehen. Da ist doch Platz drumherum. Aber egal. Wenn du dort drüben auf den roten Schalter drückst, findest du das sicher schnell heraus. Ja. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. Willkommen im Kilton-Stadion. Bereit für eine nasse Abkühlung? Gleich prasseln Wasserattacken auf dich ein. Ja, okay. Ich denke, das dürfte passen alles. Richtig. 55, dann ist Zauberblatt sogar noch stärker. Gut, dann kämpfen wir gegen die normalen Trainer mit Rasierblatt und gegen Kate mit Zauberblatt. Es könnte sogar sein, dass sich Frau Beiler während dieses Kampfes hier noch entwickelt, oder? Mal sehen.
So. Alle mit roten Platten werden jetzt gewechselt. Okay. Alle mit gelben Platten werden gewechselt. Was ist das für eine Platte? Das ist eine blaue Platte. Ja, okay. Mit den Knöpfen kannst du das Wasser stoppen. Aber du musst dir dabei auch über die richtige Reihenfolge Gedanken machen. Oh, Grabi ist cool. Oh, das hat er gut ausgehalten. Und Härtner auch noch. Die Frage ist jetzt, der Rosenrauch versteckt ja Pflanzenattacken. Aber der, ich weiß nicht, was das andere war, Expertengurt oder so etwas, der verstärkt sehr effektive Attacken. Jetzt frage ich mich, welches von beiden für mehr Schaden sorgt hier in der Arena? Welches sich von beiden jetzt mehr gelohnt hätte? Also ich würde jetzt einfach weiter hierbei bleiben. Na, noch nicht. Ich muss schauen, wann es die Attacke Stampf erlernt. Die braucht es, glaube ich, um sich zu entwickeln. Vielleicht hätte es die ja schon lernen können. Ich muss vielleicht nochmal beim Attackenhelfer nachschauen nach der Arena. Also es ist relativ simpel gehalten. Es ist weniger ein Labyrinth als mehr ein direkter Pfad einfach. Also ich habe keine alternative Möglichkeit. So gefällt mir das schon besser. Oh, Evoli kommt auch gleich auf 25. Wobei, das ist jetzt aktuell am stärksten dabei. Es sammelt ja jetzt auch relativ viel Erfahrung. Das ist sogar doppelte Effektivität, oder? Steinwasser. Oh! Hat aber eine gute Abwehr. Ich muss mal was trinken. Das ist schön. Jetzt braucht es nur noch Eisenschweif. Was haben wir denn hier unten noch? Da haben wir Gelb. Hier haben wir Rot und hier haben wir dann jetzt Blau. Gut, das ging ja relativ fix noch. Ja.
Ja, sicher ist sicher, würde ich sagen, oder? Auch wenn es nur so wenig war, aber das kleine bisschen könnte noch entscheidend sein, je nachdem, wie es läuft. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Willkommen, Arena Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht, also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Das findest du nicht gerade leicht? Okay. Aber wirst du auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen? Kate. Ja, gegen Goldini kommen wir noch easy an eigentlich. Oh, 22 aber schon. Irgendwie, was ich gerade mal sagen muss, die Arena-Kämpfe sind hier im Gegensatz zu den vorigen Spielen halt wie eine richtige Show aufgehört mit diesem riesigen Stadion, und hier sieht man jetzt gerade, dass dort so eine Drohne rumfliegt mit der Kamera und das aufnimmt, und überall diese ganzen Zuschauer und so etwas, die Scheinwerfer und so. Aber dann stehen wir hier und wir haben Goldini und Fubaila, weißt du, die auf den hinteren Tribünen, die konnten wahrscheinlich gar nicht sehen, welche Pokémon da überhaupt gerade kämpfen. Wir müssen mal größere Pokémon einsetzen. Ah, dafür haben wir ja Dynamax. Das wird sie bei ihrem letzten Pokémon vermutlich auch einsetzen. Ich weiß nicht mehr genau, welches ihr präferiertes war. Picuda. Sagt mir gerade nichts. Ah ja. Ich habe ein ganz mieses Gefühl gerade bekommen, was ihr letztes Pokémon angeht. Mal sehen. Ich verlasse mich jetzt aktuell voll und ganz auf Pflanze. Wäre schlecht, wenn ich beim letzten noch Elektro brauche. Komm mal. Nee, okay. Das bekomme ich hin. Ich hatte Angst, sie setzt dieses riesige Wasserinsekt ein. Das wäre echt gefährlich. Ich muss sagen, mit dem Dynamax an sich ist schon eine ganz nette Idee. Es macht die Arena-Kämpfe auf jeden Fall spannend immer gegen Ende. Meistens jedenfalls, aber die Spiele sind halt mittlerweile einfach sehr anfängerfreundlich geworden. Wenn ich auch daran denke, in der ersten Generation, bei der gelben Edition, dass man einen begrenzten Beutel hat und so etwas, und man sich immer überlegen muss, was man da überhaupt mitnimmt. Das war schon
Das war schon eine heftige Sache. Das ist jetzt einfach viel einfacher. Ich habe ganz schön Schaden genommen. Das gefällt mir nicht. Oh nein, das greift zuerst an. Nicht gut. Oh nein. Da habe ich mich zu sehr auf Rubeiler verlassen jetzt. Da. Der hätte sich was zur Heilung nehmen müssen. Ja, komm, Killia. Ich setze jetzt mal alles auf dich. Ist natürlich schon problematisch, weil ich nicht wieder maximiert bin. Oh, bitte halt es durch. Okay, hat geklappt. Ah, sehr gut. Dynamax ist vorbei. Jetzt ist das wieder ein ebenbürtiger Kampf. Mist. Ja. Die setzen mir ganz schön zu, weil ich Rubeiler einfach nicht geheilt habe. Hier, komm. Marc bekommt das zu Ende. Kalklinge ist schon eine starke Attacke. Okay. Ich sehe es ein. Ich brauche Rubeiler. Dass mir der Kampf so zusetzt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Na gut, da habe ich viel zu viel gespielt am Anfang. Das hätte ich besser machen können. Wo ich der stärkste Pokémon-Trainer hier sein sollte, hast du mich am Ende weggespült. Ja, mit ihren typenbezogenen Sprüchen, die die drauf haben. Es darf doch nicht... Na schön, ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team. Ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena-Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Champ herauszufordern. Diesen Arena-Orden hier habt ihr euch redlich verdient. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 30 fangen. Das heißt, ich kann mir jetzt Onix holen. Sieht so aus, als wäre euer nächster Gegner der Feuer-Arena-Leiter. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Die Arena-Leiter, die müssen doch untereinander gegeneinander angetreten sein, um zu sehen, wer stärker ist, um die Reihenfolge zu bestimmen. Wie kann es sein, dass der Pflanzen-Arena-Leiter, der Kate Easy besiegen könnte mit seinen Pflanzen-Pokémon, der Schwächste ist und Kate, die Easy die Feuer-Arena gewinnen könnte, dann nur auf Platz 2 jetzt ist? Das verstehe ich nicht. Ah, meinetwegen.
Herzlich Glückwunsch zu seinem Sieg gegen Kate, David. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Oh? Ah. Whirlpool, nicht unbedingt meine Lieblingsattacke. Das Ziel wird für 4 bis 5 Runden in einer Wasserhose gefangen. Ja. Eine Nachbildung von Kates Uniform bekommst du noch als Geschenk obendrauf. Jetzt hätte ich nichts dagegen, die echte Uniform zu bekommen. Nun hast du ihn also, den Wasserorden. Ich bin gespannt, wie weit du und deine Pokémon es noch schaffen werden. So. Wir sind ganz schön angeschlagen. Oh, wir sind voll geheilt worden wieder. Ja, meinetwegen. Auch gut. Na gut, dann würde ich sagen, beende ich hier jetzt erstmal die Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert.